Ja, und ich begrüße euch zurück und it's King's Time again. Und wir schauen mal in die Tabelle, habe ich mir so gedacht. Wir schauen mal, wie nah oder wie weit wir weg sind, davon in die Playoffs einzuziehen. Gehen in die Western Conference, logischerweise, weil wir dort die Kings finden. Und da seht ihr es also, wir sind ein ganzes Stück weit weg vom Platz 8. Das müssten, Moment, 2, 4, 6, 8, ja, die Trailblazers sein. Und das ist also das Team, was wir hier verfolgen. Und 21-26, das ist sicherlich, da ist sicherlich noch was möglich. Wir können es auch nochmal besser am Playoff-Bild sehen. Da seht ihr es also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und die Warriors sind schon das erste Team, was leiden würde, was eben ausscheidet eben. Und wir, die Kings, ihr seht es, 21-26, etwas weiter entfernt von den Trailblazers, die 36 Spiele noch offen haben. Wir noch 35 und ihr seht es auch, das ist noch alles möglich, alles im Bereich des Möglichen. So, ja, was machen wir denn? Wir gehen mal auf die Startseite. Letzten Spiel, sicherlich eine gute Leistung, das erste Mal für die Kings aufgelaufen, das erste Mal gepunktet, das erste Mal gewonnen für die Kings. Und so darf es weitergehen und wir schauen auch nochmal jetzt auf den Zeitplan, wer wartet denn auf uns? Und das sind die 76ers aus Philadelphia. Und wir gehen, Moment, ich mach's immer so kompliziert. So, jetzt gehen wir mal auf nächstes Spiel spielen. Und ihr seht es auch, die 76ers mit einer Serie von 6 zu 4 und die Bilanz ist 27 zu 18, richtig, richtig gut. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir uns da überhaupt behaupten können, wie eine deutlich schlechtere Serie. Ihr seht es auch, unsere Beliebtheit mittlerweile wieder auf 40 angestiegen, war ja mal, Ausgangswert ist ja auf 50. Und durch die ganzen Simulationsspiele, wir haben ja über 30 Spiele verpasst, sind wir dann in der Beliebtheit dort relativ stark gesunken. Und die Auftritte bei den Mavericks haben uns nicht wirklich geholfen, aber die letzten Spiele machen da sehr, sehr viel Mut. Und das auch ein großer Anteil durch Pick and Roll. Ja, der das uns eine Menge gebracht hat. Und wir schauen jetzt mal Cousins zu beim Sprungball. Der hochspringt, gewinnt den Ball. Ich dachte erst, er verliert den, war ein Stück runter, aber hat anscheinend die längeren Finger. Gewinnt also hier den Sprungball. Wir gehen in die Zone. So, da werden wir gefoult. Auch das passt im Spiel. Direkt erstes Foul. Und der ist gut. Erster Korb. Etwas zu spät. Aber zumindest noch drin. Der war ein bisschen zu früh. Ne, etwas zu spät auch wieder. B. Also deutlich besser, aber immer noch nicht gut genug. Und der Teardrop, da seht ihr es. Teardrop ja nichts anderes, als den Ball vor dem Verteidiger dort loszulassen und wie ein Regentropfen von oben in den Korb fallen zu lassen. Falls ihr es noch nicht wusstet. Und da machen wir den starken Move. Doppel B. Und dann der angefakte Wurf hinterher. Dadurch irritiert man den Verteidiger stark und hat die Möglichkeit, dann dort am Korb freie Punkte zu machen. Also ganz guter Start für uns, 3 Punkte direkt. Jetzt vielleicht in der Verteidigung noch ein bisschen stärker arbeiten, dann läuft das auch. Bynum da auch bei den 76ers, richtig guter Spieler. Und auf den müssen wir natürlich achten, wenn es darum geht, eben hier den Sieg zu holen. So, Tyreek Evans da außen, spielt uns an. Ah, jetzt lassen wir uns den Pick stellen, spielen zu Cousins in die Zone. Da sieht es jetzt ganz frei, der macht ihn. Assist für uns. Und da hat wieder das Pick-and-Roll-Spiel wunderbar funktioniert. Allgemein, ja, seit wir das für uns wieder, oder das, seit wir das für uns entdeckt haben, dass wir es wirklich mal effektiver anwenden und in Regelmäßigkeit. Seitdem läuft's ja. Die Mitspielernoten stimmen, das Teamergebnis stimmt. Die letzten 4 Spiele gewonnen. Jetzt schon fast ein bisschen verwöhnt. Und Wurfzeitüberschreitung durch die 76ers, durch eine starke Verteidigung von Brooks, die da Holiday in Doppeldeckung genommen haben. Und dann kam er nicht mehr weg. Brooks die Hände am Ball gehabt. Und jetzt gehen wir wieder zum Korb. Spielen wieder raus, ganz frei. Brooks für 3. Mach ihn. Ja, der nächste Assist für uns. So darf es weitergehen. 2 Assists, 3 Punkte, 100% Würfe. Da zählen ja nicht die Freiwürfe rein. Das ist nochmal eine eigene Statistik. So, bei einem wieder im Post. Der ist aber relativ weit hinter dem Korb. Da habt ihr es gesehen. Und er wirft auch hinter den Korb. Das war gar nichts. Wir führen mit 8 zu 4. Das sieht wieder ganz gut aus. Guter Start auch für uns persönlich.
Brooks spielt ihn raus zu Evans. Was macht Evans? Versucht sich da durchzusetzen, aber deckt uns dann da außen ganz frei. Und da provozieren das Foul und wieder fast der Korb. Young mit dem Foul. Wir gehen wieder zur Freiwurflinie. Haben wieder zwei Möglichkeiten. Der erste ist gut. B, etwas zu spät. So, und der war ebenso zu spät, auch wieder B, aber der war diesmal drin. Und das sind 2 von 2. Wir nehmen wieder den kleinen Bonus mit. 75% Freiwürfe, 3 von 4. Schade, fast der Steal. So, dann müssen wir jetzt wieder irgendwie dabei bleiben. Ja, der wirft natürlich über uns drüber, aber der Defensive Rebound von Cousins, der eine starke Defense spielt. Bin ja froh, dass wir den jetzt haben. Es war ja bei den Mavericks überhaupt nicht so, dass wir da das Gefühl hatten, irgendwie eine starke Defense zu haben. Trotz Kamen, trotz Nowitzki, die zwei Big Mans, aber die sind halt offensiv eher stärker als defensiv. Und es hat sich dann immer extrem bemerkbar gemacht, vor allen Dingen unterm Korb und bei den Offensiv-Rebounds. Da haben wir viel zu viele zugelassen und das sieht jetzt hier schon mal besser aus bei den... Ja, da machen wir ihn zwar ein bisschen kompliziert, aber machen ihn trotzdem mit einem schönen Move. Und das ist schon der 7. Punkt hier. Bei 2 Assists, 100% Würfe. Ja, da fällt den Verteidiger nicht wirklich was ein gegen diesen Move. Und wenn er funktioniert, warum soll ich ihn nicht nehmen? Ah, da in die Zone, Beinem. Ja, der macht ihn wieder. Schwer zu verteidigen sicherlich. Der bringt natürlich auch eine ganze Menge Körper mit. So, spielen ihn raus, frei auf Garcia. Garcia macht ihn nicht von der Dreierlinie. Hinrich. So, wir sind dabei. Contesten ihn doch stark. Ja, gute Wurf-Defense wird uns gut geschrieben. Friedel auf dem Gegenweg. Darf uns anspielen. Ja, da machen wir den Move und der ist richtig gut. Da ist gesehen, wir gehen in die Zone damit. Laufen zum Korb, machen die nächsten 2 Punkte. Keine Chance für den Verteidiger wieder. Den wir da irritiert, indem wir zum Korb gehen. Das mit der LT und B. Auch eine, immer eine nette Möglichkeit, sich ein bisschen Platz zu verschaffen. Right. Zu frei unterm Korb und dann macht er ihn natürlich. Können also hier nicht entscheidend davonziehen. Immer noch 4 Punkte. Dreier, der zählt nicht mehr. Zu spät losgelassen und entsprechend gehen wir ins zweite Viertel mit einer Führung von 4 Punkten, 16 zu 12. Nothing like NBA action. So come out to a Kings game and enjoy the show. Star attraction easy breezy, always worth the cost of admission. And with multi-game packages, it's never been more affordable. Remember, you are the home court advantage. Also, das ist das, was ich angesprochen hatte. Nutze deinen Heimvorteil, Werbung. Und easy breezy im Fokus, ganz nett gemacht. So, wir machen keine Punkte, wenn wir draußen sind. Das ist schlecht, 16 zu 20, mittlerweile 4 Punkte Rückstand. Da sieht man also die 76er gefestigt durch die Serie, die sie sicherlich haben. Ortler, der darf uns jetzt mal anspielen, ganz frei hier. Die Zone, ja, der macht ihn nicht. Die sagen immer Heinrich, aber dabei heißt er, natürlich ist es durch den englischen Buchstaben, also Deutsch I, Englisch I, heißt es sicherlich Heinrich, aber wir würden natürlich sagen Hinrich. So, ganz frei und er ist drin. 11 Punkte, erste Mal wieder, dass wir hier zweistellig werden. Reach-in, naja. Bei Hinrich. Oder Heinrich, wie man ihn nennen mag. Ja, 2-3 Rebounds mehr wären vielleicht auch noch okay. Ja, da kriegen wir den Pass doch unterbrochen, aber können ihn nicht entscheidend stören. Was macht er jetzt? Ja, da sind wir dabei. Contesten wieder, gute Wurf. Defense Ordler mit dem Defensive Rebound. Thomas jetzt auf der anderen Seite. Toll gekämpft. Trainer sehr zufrieden mit uns. Ja, wir fordern hier den Ball, kriegen ihn nicht, aber dafür kriegt ihn Robinson. Ja, schöner Post-Move. Was macht er jetzt? Den macht er. Hookshot. Macht ihn allerdings nicht. Im letzten Teil ja noch sehr, sehr stark mit dem Hookshot gewesen. Viele Punkte damit erzielt. Young wird contested. Wieder nicht drehen. Offensive Rebound. Putback. Und wieder sind es 4 Punkte. Haslem.
von den Miami Heat. Robinson spielt uns an. Und jetzt gehen wir die großen Schritte zum Korb und machen wieder den Korb. Jetzt sind wir schon bei 13 Punkten. 2 Punkte Rückstand wieder. Machen also viele, viele Punkte. Mal genau das Gegenstück zu dem, was wir in den letzten Tagen gemacht haben, wo wir deutlich mehr Assists hatten und deutlich mehr gepasst haben. Jetzt mal ein bisschen egoistischer. Oh, Brooks. Dann macht er da so ein Mist plus das Foul. Oder war es Thomas? Thomas war es. Und das war natürlich gar nichts und die 76ers ziehen klar davon. 41 zu 33 gefällt uns nicht. Irgendwie müssen wir jetzt wieder dabei sein. Vielleicht durch unser Teamspiel jetzt ein bisschen hier die Kollegen mit ins Boot holen. Denn für uns läuft es. Wir haben einen guten Abend. Oh, da wieder nicht stark genug contestet. Double Digits Rückstand. Jetzt bringt er Team auf 5 Punkte heran. Dynamisches Ziel. Ja, es wird nicht mehr klappen, um ihn den Ball nochmal zu werfen. Und zur Halbzeit also mit einer Double Digits Rückstand von 10 Punkten. Ja, das ist nicht so toll, wobei es für uns wirklich sehr, sehr gut läuft, das muss man dazu sagen. Da seht ihr es auch nochmal, Bynum der beste Punkter mit 10 und 4 Rebounds und wir im Gegensatz dazu 13 Punkte, von daher könnte man zufrieden sein. Nochmal ein schönes Bild aus Philadelphia. Ja, da sagen es auch nochmal Bynum, der ein starkes Spiel macht anscheinend und den müssen wir jetzt irgendwie aufhalten. Ist natürlich immer schwer in der Zone, wenn er da mit seinem Körper reinkommt und dann in den Post-Move geht etc., dann hat er dann natürlich seine größten Vorteile, die er da auch ausnutzt. So, in die Zone, Robinson, mein Gott, der macht den nicht. Ah. Jetzt vielleicht gleich mal wieder mit Pick and Roll arbeiten. Haben wir ja heute noch nicht oft genug gemacht, beziehungsweise selten eingesetzt, aber dann, wenn wir es getan haben, hat es geklappt. So, wir sind jetzt mal ein bisschen enger dabei. Matchup. Stehen davor. Ach Gott, der macht ihn auch noch. Trotz der guten Wurfdefense, die uns hier wieder gut geschrieben wird. Mit Spielernote B. So, Roll. Lassen also Cousins hier in die Zone laufen. Cousins, der macht ihn Assist. Wieder hat es geklappt, obwohl das auch nicht so prickelnd war im Endeffekt. Aber ihr seht es ganz genau wie im Training. Wir schaffen das. Und das hoffe ich natürlich auch, dass wir nochmal irgendwie rankommen. Zumindest die 5 Punkte. Das wäre natürlich, natürlich schön. Der war nicht drin. L.A.U. betämmt. Und Young macht ihn nicht, glaube ich. Spielen ihn wieder raus, Robinson raus, auf Evans raus, auf Brooks für 3 und der macht ihn. Können also jetzt hier auf 7 Punkte verkürzen. Noch 2 und dann wären wir wieder, dann wären wir genau bei diesen 5, die ich gerade erwähnt hatte. Und würden unser dynamisches Ziel abschließen, das wären 30 Fähigkeitspunkte. Ja, da blocken wir ihn! Sind wieder dabei, contesten ihn wieder. Das war wichtig, schöner Block da. Und jetzt stehen wir hier raus. So, wir wollen zum Korb. Lassen uns ein bisschen ja, irritieren, er hat es gesehen. Erste Mal, dass wir hier verwerfen. Aber ja, da war ich ein bisschen meiner Zeit voraus. Er hat es gesehen. Den Blockshot probiert, bevor der überhaupt zum Korb gegangen ist. Da hat er mich natürlich schön ausgefeckt. Keine Frage. So, Salamans. Der sollte ihn nochmal rausspielen, anstatt ihn so kompliziert zu nehmen. Und dann ist er auch nicht drin. Schlechte Wurfauswahl sicherlich. Hinrich. Da sind wir wieder dabei, aber können ihn wieder nicht entscheidend stören. 11 Punkte schon. Und da macht er ihn nicht, aber passt er zum Foulspiel. Ich dachte erst, der Pass unterbrochen, aber er konnte ihn doch aufnehmen, Robinson. Jetzt die Chance, durch 2 Freiwürfe wieder unter Double Digit zu fallen. Auf jeden Fall können wir jetzt schon mal auf 10 Punkte verkürzen. Und der zweite ist nicht gut, das sehe ich schon. Und bleiben also bei Double Digits.
Ihr seht es, an uns liegt es heute wirklich nicht. Alles dabei. Uiuiui. Ganz alleine Hinrich. Der macht ihn nicht gut für uns. Salamence jetzt auf der Gegenseite. Wir sind natürlich ein bisschen weit weggerannt. So, wieder Salamence. Was macht der? Verliert den Ball. Spielt in die Zone und der ist im Aus. Kein gutes Teamplay jetzt. Well, some rookies have been making a name for themselves on the glass this past month. Let's see who we're talking about. Also Robinson ist sogar ein Rookie, wusste ich gar nicht. Ich war nicht auf dem Schirm. Und da sieht es also, der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht zuletzt, von daher ein gutes Talent anscheinend. Wieder der Dreier, glaube ich, aber nicht drin. Ah, schon die Überlegung, dann schnell Pass zu spielen, aber dann noch nicht frei genug. Evans wieder raus auf Thornton, der jetzt für Dreier eingewechselt ist. Aber wir spielen hier nochmal raus auf Evans. Wir spielen wieder raus auf Robinson. Schnelles Teamplay jetzt. Das macht Robinson. Geht wieder raus. Macht ihn wieder sehr kompliziert. Also so weit immer rauszugehen, das sind schlechte Dinger. Und die sollte man möglichst vermeiden. Holiday jetzt mal da außen right. Young, der freie Jumpshot. Der kann die eigentlich. Offensiv Rebound zugelassen. Richardson. Bleiben hier in der Zone. Unser ja, und der blockt der nächste Block. Und das sah bei einem ganz schlecht aus. Den haben wir richtig gut geblockt. Zweiter Block für uns im Spiel. Das ist auch ein Meilenstein, ihr habt es gesehen. Und wir wechseln auf die Power-Forward-Position. Und mal sehen, wie uns die so zu Gesicht steht. Ja, da wieder dabei. Wieder gute Wurf-Defense, aber wieder nicht genug. So, Power Forward, der steht ja nicht da vorne, sondern der ist eher hier. Thornton, raus auf Robinson, jetzt mach ihn nicht wieder so kompliziert. Jetzt macht er den Stepback, macht den Jumper und diesmal ist er drin. Wir sind wieder auf 10 Punkte ran. Aber so richtig verkürzen können wir hier nicht. 76ers mit einer starken Teamleistung. Und das sieht so aus, als wenn die hier unseren Nimbus zunächst mal durchbrechen. Aber noch ist ja nichts vorbei. Der nächste Dreier, der ist aber auch nicht gut. Die Gegenseite Robinson Brooks spielt ihn schnell auf Thornton. Thornton nimmt ihn schnell. Jumper macht ihn. Waren, glaube ich, nur zwei. Nein, waren sogar drei Punkte. Und da sind wir also wieder auf 7 dran. Noch ein Korb, der uns hier trennt von den 5 Punkten Abstand, der uns im dynamischen Ziel ja veranschlagt wurde. Oh, wieder in die Zone irgendwie dazukommen. Jetzt vielleicht nochmal eine gute Defense dabei machen, dann haben wir hier die Möglichkeit, wirklich auf 5 heranzukommen. Wieder bei einem, der hier dabei ist, den können wir nicht richtig stören. Und da macht er seine Punkte, war natürlich ein starker Move. Schwer für uns da was zu reißen. Brooks mit dem Wurf aus der eigenen Hälfte, aber das reicht nicht. 9 Punkte, unter Double Digits gefallen, aber es reicht eben noch nicht. Und es reicht schon vor allem nicht, wenn wir hier das Spiel noch gewinnen wollen. Und durchaus noch möglich, also aufgesteckt habe ich da noch nicht. Shooting Guard eingewechselt. Wollen uns hier durchsetzen durch Hinrich, der uns da im Weg steht. Evans macht ihn schön, aber kann den Fadeaway nicht verwandeln. Jetzt vielleicht schnell auf die Gegenseite, da seht ihr es auch. Dwight Wright. Wir sind wieder bei Hinrich oder wie auch immer dabei. Ja, schade, Defensive Rebound geht an Cousins. Hauptsache, wir kriegen ihn. So, Brooks kann es jetzt mal anspielen, nicht wieder alleine. Ja, komm doch mal. Komm doch mal, ja. Und schöner Pass in die Zone. Plus das Foul. So, jetzt können wir herankommen auf, lass mich jetzt nicht lügen, 6 Punkte. Und so ist es auch. Bynum kommt in für Kwame Brown. And it's Richardson in for Jarrell Wright. Pass to Richardson. Oh, wir brauchen jetzt eigentlich nur mal eine gute Wurfdefense. Und das können wir doch. Haben wir ja schon oft bewiesen. Ja, aber das ist dann einfach nicht gut verteidigt. Und Bynum, der hat auch ein zu leichtes Spiel heute unter dem Korb. Macht sehr, sehr viele freie Körbe. Ich meine, wir haben ihn jetzt wirklich einmal contesten können, sodass wir da wirklich den Shot von ihm blocken konnten. Pass zum Assist wieder. Aber hat dann anscheinend wieder nicht gereicht. Aber immerhin sind es nur noch 6 Punkte. Und ich bin optimistisch, ja. Wir haben noch 3,46 zu gehen. Mal schauen, was da jetzt noch geht. Beinem wieder. Wichtig halt, dass wir hier Dreier verhindern. Versuchen da eng bei zu stehen. Verliert den Ball. Wir gehen auf die Gegenseite. Brooks soll uns anwerfen. Macht er nicht.
Ah, das war zu egoistisch von Brooks. Das war zu egoistisch, aber trotzdem der Korb von Robinson. Und wir verkürzen auf 4 Punkte. Aber da muss uns Brooks doch einfach sehen. Also, das nicht gut gespielt von unserem Point Guard zu der Situation. So, und jetzt hoffe ich, dass wir hier weiter rankommen. Nein, tun wir nicht. 38 Sekunden, 6 Punkte. Schwer. Das sieht nicht so aus, als wenn wir hier nochmal tatsächlich ernsthaft in Schlagweite kommen. Aber persönliches Foul. Kann man machen. Wobei ich da nicht wirklich den Sinn sehe, denn da müsst ihr jetzt schon wirklich viel verwerfen. Berthier macht den ersten nicht, macht den zweiten. 7 Punkte. Haben also auch keine Auszeit mehr, wie es aussieht. Zumindest wird keine gezogen. Probieren wir den Dreier. 50 Fähigkeitspunkte haben wir da ja. Aber nicht gereicht. So, die werden die Zeit austicken lassen. Wir tanzen also ein bisschen vor Holiday rum, ohne die wirklich die Chance zu haben, ihn hier wirklich mal zu stören. Das sieht aus. Wir haben ja also keine Chance, den Ball zu bekommen. Aber ihr seht es, tolles Spiel, mehr Minuten haben wir uns verdient. Und wir haben ja eigentlich schon viele Minuten gehabt. Das heißt, mehr Minuten können wir uns eigentlich nur verdienen, indem wir wirklich komplett durchspielen. Aber wieder ein sehr, sehr starkes Spiel von uns. Auch wenn diesmal nicht der Sieg am Ende steht. So war doch die persönliche Leistung richtig gut. Ihr seht es auch nochmal gut auch. Ja, das wird zumindest gut geschrieben. Also diesmal dynamisches Ziel 40 Fähigkeitspunkte. Also das scheint doch zu variieren. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es 30 sind. Letztes Mal war ich davon ausgegangen, dass es 50 sind. Jetzt sind es 40. Also alles möglich anscheinend. 118 Fähigkeitspunkte. Vielleicht hängt es auch von der Art des dynamischen Ziels ab. Mit 13 Punkten sicherlich jetzt auch mal im Soll, was die Punkte angeht. Mehr müssen wir eigentlich nicht unbedingt machen, es sei denn, wir gehen wirklich auf Punkte. Und mit 3 Assists ganz ordentlich ein Rebound hätte sicherlich der ein oder andere mehr sein können, aber ganz zufrieden. Ja, da sagen sie auch, ihr Team konnte zwar nicht den Sieg einfahren, aber sie haben eine starke individuelle Leistung gezeigt. Kann man sagen, dass sie jetzt mit dem lachenden und dem weinenden Auge hier sitzen. Und ja, was soll ich da sagen? Ich bin unglücklich, wenn wir verlieren, ist sicherlich auch der Fall. Ich bin total enttäuscht. Jetzt ist natürlich die Sache frustriert, würde ich eher weglassen. Keine Ahnung, worauf es hinaus soll, würde ich auch weglassen. Zwischen A und X. Bin total enttäuscht. Ich bin unglücklich, wenn wir verlieren. Denk mal, das kann man so stehen lassen und ja, das ist auch alles gleich geblieben. Neues GM-Unterhaltungsthema verfügbar. Wollen wir jetzt mal nicht reinschauen. Schauen lieber auf die Tweets. 5 Stück hat es gegeben. Der erste sagt, Ace in the Hole. Kommt schon, Kings, da habt ihr doch wirklich mehr drauf. Kentrigo, du hattest die 76ers schon im Sack, aber hast du nicht zugemacht. Was war da los? Telemetry for Life, tja, das war unerwartet. Kentrigo, ich dachte nach dem Sieg neulich, würdet ihr eine Serie starten und dann das. Kentrigo mit beeindruckenden 3 Assists in der Niederlage. Er sah aus wie ich, wenn ich Streetball spiele. Ich passe auch nie. Echt jetzt, Kentrigo. Ein Rebound, das ist alles. Wir hätten gewinnen können, wenn du dich angestrengt hättest. Jämmerlich. Bittere 7 Punkte Niederlage für Kentrigo und die Kings. Chancen hatten sie eigentlich genug, aber sie haben nur zu wenig daraus gemacht. Ja, unser Fansupport ist trotz allem auf 42% gestiegen. Das sehen wir also. Ich denke mal, wie gesagt, individuell war das ein gutes Spiel. Können nochmal, Mitspielernote war auch B+. Wir steigen auch im Schnitt unsere Mitspielernote auf B-. Das ist sicherlich vorher immer C+ gewesen. Und Fähigkeitspunkte haben wir auch gut. Deswegen wollen wir die ganz schnell verteilen. Attribute 281 haben wir frei. Ja, was haben wir zuletzt geskillt? Das waren die Würfe im Bedrängnis. Und da hat man also gesehen, dass uns das auch schon geholfen hat. Und was jetzt eventuell noch wichtig ist, ist zum Beispiel, dass wir hier Ballsicherheit gewinnen. Sehr, sehr teuer, ihr seht es. Post-Fadeaway, das nicht. Vielleicht können wir auch in der Defense ein bisschen was tun. Für mich wäre auch okay, wenn wir ein bisschen auf Steals gehen. Machen mal hier 2, obwohl das ist schon sehr teuer. Machen wir mal 2. Sagen ja und wir gehen den Rest. Tun wir jetzt nochmal auf die Blocks drauf. Oder On-Ball Defense. Bin noch unentschieden. Ich will vielleicht sogar On-Ball Defense nehmen, denn die bringt uns
die Möglichkeit, eben enger am Mann zu sein gegen den ballführenden Spieler. Ihr seht es auch nochmal in der Erklärung, Fähigkeit gegen den ballführenden Spieler zu verteidigen. Jetzt haben wir noch einen Restfähigkeitspunkte von 37, passt genau, um einen Block noch auszufüllen. Machen wir auch. Und da haben wir unsere Defense mal ein bisschen gestärkt, nachdem wir im letzten Spiel offensiv ziemlich stark waren. Und ich denke mal, defensiv waren wir auch nicht schlecht. Aber trotz allem können wir da noch ein Stück besser werden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, trotz der Niederlage. Und wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Spielen wieder ähnlich spielen wie in den letzten oder davor den vier Spielen. Und dann eventuell noch den Weg in die Playoffs schaffen. Ihr werdet es sehen. Und hoffe, ihr seid gespannt, ob wir es noch schaffen. Also bis dahin, euer Kentrigo.